Und herzlich willkommen bei Alex Reviewed, euren Technikkanal im Internet. Toll, dass ihr dieses Video wieder angeklickt habt. Heute wieder das erste Video im neuen Jahr. Nach längerer Neujahrspause fangen wir wieder mit einem Video an. Ja, dieses Mal habe ich hier ein Mainboard wieder hier liegen, das ich euch zeigen möchte. Hier haben wir ein ASRock, also ein ASRock H87 Pro 4 Mainboard, und das ist ganz besonders, weil es nämlich noch funktioniert. Und warum es noch funktioniert und was dieses Mainboard so besonders macht, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Wie ihr hier schon sehen können, steht hier eine Intel Prozessorverpackung. In dem Falle ist hier ein i5 drin, i5 der vierten Generation, ein K. Und die K sind meistens die bisschen schnelleren CPUs, meines Wissens nach. Wenn ihr da was anderes wisst, könnt ihr das gerne unten reinschreiben. Das ist ein LGA 1150er Sockel, also nichts Spannendes. Der hat 4 Cores, 4 Way Multitask Processing, Intel Turbo Boost Technology, Intel HD Graphics 4600 hat da DDR3 RAM-Module unterstützt. Der, ja, das ist der Prozessor, nette Verpackung, der ist hier jetzt drauf. Und hier habe ich auch noch das, I.O. Shield, also die Blende. Und hier ist auch noch der Originalkühler drin, wie man hier sehen kann. Hier ist der Originalkühler noch drin, da ist auch noch die Original-Wärmeleitpaste drauf. Ich habe hier einen Lüfter, der war hier auch drauf. Das ist so ein Turmkühler, so ein riesengroßer mit großen Lüfter. Der war hier früher drauf. Und jetzt kommen wir zum Mainboard bzw. auch nochmal zu den RAM-Modulen. Was sind da für welche drinnen? In dem Fall sind das ganz spezielle oder ein bisschen bessere RAM-Module von Kingston bzw. HyperX heißt die Marke auch. Wenn die Kamera die mal fokussiert, jetzt, das sind Module von HyperX bzw. von Kingston, die Kamera kriegt es wieder nicht hin. Also ein Modul hat von den vier 16 GB, ein Modul hat 4 GB, alle insgesamt haben 16 GB. Dann stecken wir dieses wieder rein. Und wie schon am Anfang gesagt, wundert es mich, dass dieses Mainboard noch funktioniert, und das zeige ich euch jetzt, warum es noch funktioniert. Mich wundert ja, dass das Mainboard überhaupt noch funktioniert, wenn man hier diese, ja, Biegung hier sehen kann. Vielleicht sieht man das im Video nicht ganz so gut, aber trotzdem sieht man hier jetzt auch ganz gut, wie verbogen dieses Mainboard eigentlich ist, wenn die Kamera das hinbekommen würde. Hier sieht man das besonders, dass das Mainboard hier recht verbogen ist. Wenn man jetzt hier vielleicht nochmal guckt, da ist, glaube ich, ja doch, da sieht man es auch, dass so wenig durchhängt. Und das wundert mich, dass dieses Ding überhaupt noch funktioniert. Das werden wir auch gleich testen. Ich werde jetzt mal auf dem Kühler neue Wärmeleitpaste auftragen. Und dazu brauche ich jetzt meine kleine Spezialkiste. Und ein bisschen mehr Licht, das werde ich jetzt auch anmachen, damit wir hier mehr sehen können. So, dann brauchen wir hier ein bisschen Wärmeleitpaste. Und was auch noch dabei war, war die CD hier mit den diversen Treiber-Software und sowas alles. Das war auch noch dabei bei dem Mainboard, das ich gekriegt habe. So, und hier habe ich die Wärmeleitpaste, ganz normale Akasa, irgendwas Wärmeleitpaste, so ganz was Standardmäßiges ist das. Also nicht so allzu drüber, aber Wärmeleitpaste braucht man auch nicht. Das können wir jetzt hier drauf drauf machen auf den i5. Ich hätte auch noch ein i7 da, der für diesen Sockel auch geeignet ist, aber diesen tue ich jetzt dabei noch nicht drauf.
Pack mal hier. Na. Hier das Käppchen wieder drauf und muss das nochmal abwischen, weil sonst mache ich mich allweil immer dreckig, wenn ich das Ding hier angreife. Ne, das hat jetzt nicht ganz so viel gebracht, wenn ich das jetzt abwische. Ne, das muss ich unter fließendem Wasser reinigen. Dieses Käppchen hier. Dann nehme ich mir eine Kreditkarte. Kreditkarte ist ja nicht dieses. Das Kärtchen hier, verstreiche die Wärme der Paste auch noch ein bisschen. Sollte man immer machen. Und nicht die Wärme der Paste dann so rüber quatschen lassen. So wie ich es manchmal auch gesehen habe oder wie es auch bei diesem Mainboard der Fall war, war ein bisschen zu wenig Paste. Ups. Da kann ich auch noch ein bisschen. In dem Fall war hier mehr aus wie eigentlich drauf gehört, auf diesem Prozessor drauf. Und mit so einer Plastikkarte oder auch mit einem, so einem zusammengefalteten Post-it kann man das ziemlich gut verteilen hier auf dem Prozessor. Oder auch auf dem Kühler, ist ja auch komplett egal eigentlich. So. Man sollte halt schauen, dass nur nicht die ganze Wärme der Paste runter quatscht. Also dass das nicht so ganz so arg runter rinnt beim Prozessor. So, jetzt schmiere ich den Kühler nochmal mit dem Rest ein, den ich noch hier auf der Karte habe. So, die Karte lege ich jetzt hier hin. Mal gucken, so, dass ich die Pinne hier treffe. Dann muss ich die Pinnex hier reindrücken. Hier auf der Seite ist genauso wie so ein Intel-Kühler. Ich hoffe, ihr seht das auch ein bisschen. Hier gibt es so Pinnex hier. Hier unten diese schwarzen Dinge hier. Die muss ich reindrücken, aber dazu muss ich das nochmal in die Hand nehmen, weil sonst kann ich das nicht so gescheit. Oh, das Mainboard ist aber auch richtig verbogen, hey. Deswegen geht das aber auch zu schwer hier. Jetzt müssen wir hier nochmal die Pinnex hier reindrücken. Es geht so schwer. Weil auch dieses Mainboard so verzogen ist, wie ich schon am Anfang des Videos gesagt habe. Also die rasten auch falsch ein. Also ich mache das dabei, ich bin mal kurz die Aufnahme. Der Kühler ist jetzt endlich drauf nach ein paar minütiger Strapaze. Dann stecken wir hier wieder ganz einfach das Lüfterkabel. Na, das Lüfterkabel an. Und man sieht hier auch schon, wie hier das hochsteht. Also dieses Mainboard ist nicht mehr gerade, aber es funktioniert trotzdem noch, was mich eigentlich wundert. Dann drehen wir mal die ganze Sache um und schließen das an das Netzteil an. So, jetzt schließen wir das Ganze hier am Netzteil an. Brauchen einmal Stromstecker hier. Den schließen wir an. So. Dann brauchen wir noch einmal den CPU-Stromanschluss. Der kommt auch hier dran. Müssen wir nur aufpassen, dass da nicht den Lüfter gerät. Dann brauchen wir noch eine Festplatte. In dem Fall habe ich hier eine Seagate vorbereitet hier. Da ist schon Windows 7 drauf.
und hier läuft auch noch Windows 7 offiziell drauf und sogar Windows 10. Aber ihr wisst ja aus vergangenen Videos, dass ich Windows 10 ja nicht so wirklich feiere. Und auch Windows 11 auch nicht, weil es noch sehr laggy und buggy ist, die ganze Geschichte. Jetzt brauche ich meinen Kabelsalat hier. So. Die ganzen Kabel hier anstecken. So. Und das Mainboard hat auch HDMI, DVI, VGA, Gigabit Ethernet und 6 Audioanschlüsse und 4 USB 3.0 Anschlüsse und einen PS2 Anschluss und 2 USB 2.0 USB Anschlüsse. Dann wollen wir mal einen Speaker anschließen, der war auch hier dabei, hier so ein kleiner Buzzer Speaker, wie auch immer, den müssen wir hier anschließen. So. Brauchen wir Strom, hier Strom. Und der Monitor geht auch schon gleich an. Okay, passt, super. Wir müssen jetzt gleich ins BIOS gehen, drücken hier da F11. Okay. Jetzt müssen wir mal ins BIOS Setup reingehen, weil wir ja die Batterie ersetzt haben. Main. Turbo Boost Technologies enabled. Wir müssen hier auf Deutsch umstellen. Tools. Standard Mode, Boot, Security, wo ist die Sprache, wo ist die Language? Active Page, Wi-Fi Guide, hier, Deutsch. Erweitert Werkzeuge. Technology aktiviert. Lüfter, Engine Standardmodus, lautloser Modus. Ist der CPU-Lüfter. Jo. Systemstart. So, dann Änderungen speichern und beenden. Jo. Ich gehe nochmal ins BIOS, weil ich habe noch was vergessen zum Einstellen. Was wollte ich jetzt nochmal machen? Also wie wir hier schon sehen können, das ist ein Core i5, 3,5 GHz. 16 GB Arbeitsspeicher, hier haben wir das auch aufgelistet. Ich wollte noch was gucken. Das finde ich jetzt nicht mehr. Wo ist das? Systemstart, Signalton aktiviert, genau. Das ist Piepen, was Asus typisch ist. Es ist ein ASRock, wie schon gesagt. Es ist ein Asus quasi, ein Asus-Verschnitt. Diesen Piepton machen meistens Asus Mainboards. Windows 7 startet ohne irgendwas. Das ist schön. Mir gefällt diese Animation, wo diese Dinger dann da so zusammenwandern zu diesem Zeichen, das ist wirklich super.
finde ich zumindest. Oh, ich habe jetzt ein RAM-Modul vergessen. Also haben wir doch nicht 60 GB RAM. Also hier ist das eine, das hier drin fehlt im Mainboard. Aber jetzt kann man es nicht mehr dazu stecken, weil ja, das ja schon alles läuft, die ganze Geschichte. Wir können es ja auch so machen, ist ja auch egal. Es spielt jetzt nicht um diese 4 GB, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Wenn der jetzt fehlt und wir hören den typischen Startsound von Windows 7 und geben unser Kennwort ein. Warten kurz. Kurz, ja. Na, jetzt ist er schon da. Wo ist der Rest? Hallo? Aha, jetzt ist er wieder da. Aha, er hat wieder irgendwelche Änderungen hier gemacht, warum auch immer. Keine Ahnung warum. Dann schauen wir mal. Ins System rein, da schauen wir ja meistens immer rein. Aha, hier ist dieses Fast Utility Pool-Dingsbums. Also wir haben hier, wie gesagt, Core i5, jetzt haben wir 12 GB RAM, eigentlich sollten es 16 GB RAM sein. Können wir auch mal diesen Test hier machen. Den können wir mal machen. Diesen Leistungstest. Leistungsindex-Test. Das dauert jetzt immer ein bisschen. Da prüft er alles und guckt er alles nochmal durch. Das dauert immer so ein bisschen. Der Rechner hat jetzt fertig getestet. Und es kommt hier bei Folgendes raus. Der Rechner sagt, wir haben zum Thema Prozessor haben wir 7,6 erreicht. Der Arbeitsspeicher hat 7,7 Punkte bekommen. Die Aereo Grafikkarte hat 5,2. Die Grafikspiele 3D Business und Gaming Grafikleistung hat 6,6 Punkte. Und die primäre Festplatte hat 5,9 Punkte erhalten, also gibt sich ein Durchschnitt von 5,2. Auch nicht schlecht. Dieses Mainboard bzw. dieser Prozessor, dieser Rechner, diese RAM-Module und so weiter und so fort. Also ist das schon nicht einmal so schlecht. Dann gehen wir nochmal in den Gerätemanager und schauen da nochmal kurz rein. Also hier hat er schon mal ein Gerät nicht erkannt, aber das macht jetzt in diesem Fall hier nichts. Und wir haben hier einen Anschluss, Kommunikationsanschluss, Audio, bei mir hier Intel HD, das ist von der Grafikkarte, Realtek. Wir haben eine Intel HD Graphics 4600. Monitor ist egal, Netzwerkadapter, Ethernet Controller. Ist auch, wie hier auf dem Aufkleber draufsteht, ein Gigabit Ethernet. Prozessor i5 hat 4 Kerne. Kennt man ja. Das Mainboard hat USB 3.0 Anschlüsse, auch ein 3.0 Anschluss auf dem Mainboard. So kennt man das von den heutigen Mainboards auch. Ja. Das ist so dieses ASRock Mainboard gewesen. Also ist ein ziemlich ein robustes Mainboard, auch gutes Mainboard meines Erachtens nach, wie ich finde. Also wie ich jetzt so die Erfahrung gemacht habe mit dem Mainboard, ist es nicht schlecht. Ja,
das war es jetzt hier wieder mit diesem kurzen Video zu diesem ASRock Mainboard. Und was mir auch nochmal bei dem ASRock aufgefallen ist, dass das Solid Cap Kondensatoren hat. Das ist auch zum Beispiel mal ein Zeichen für gute Qualität. Und was mir auch noch aufgefallen ist, dass der BIOS-Chip oder vermutlich der BIOS-Chip gesockelt ist, sodass man den rausnehmen kann und dann in ein Flashgerät reingeben kann und den neu flashen kann, wenn zum Beispiel hier man das mit BIOS kaputt machen würde. Ja, das war es hier wieder vom Video. Bis dann und tschüss.